Hallo, freut mich, dass du mich bei meinen Abenteuern hier in SnowRunner begleitest. Ja, unterwegs mit dem Kenworth und mit mittleren Baumstämmen. Ja, und eigentlich bin ich ja immer rechts gefahren. Na gut. Egal, der Kenny muss es auch so packen. Ja, ich dachte mir, für den Holztransport nehme ich mal ein bisschen stabilen Truck. Und da bietet sich der Kenworth doch, denke ich mal, an. Wir mal fahren mal wieder den Berg nach oben. Wie wir es schon öfters gemacht haben hier. Ich bin hier richtig. Das sieht nur so schmal aus, weil der Truck so breit ist, glaube ich. Ja, ich hoffe, wir kommen da um die ganzen Kurven und engen Stellen. Ein, zwei gibt es ja, glaube ich. Aber ganz so schlimm ist es nicht. Kommen wir da durch. Und ja, die Hütte in den Bergen sollen wir reparieren. Wir müssen erstmal zur südlichen Hütte. Und ich wollte nicht die Skipiste schon wieder hochfahren, weil das doch wirklich... Das fängt schon gut an hier. Moment. Ich weiß nicht, er ist zwar stabil, aber ob er jetzt so stabil ist, da traue ich mich doch nicht ganz. So oft war ich mit ihm auch noch nicht unterwegs, mit dem Kenworth. Bis jetzt bin ich immer noch kein wirklicher Fan von ihm. Weil ich immer noch der Meinung bin, er hat eindeutig zu wenig Leistung für seine Größe. Ja, aber nun gut. Ich fahre ihn jetzt und probiere ihn natürlich aus. Und wenn er das ohne weitere Probleme hinkriegt, dann werde ich ihn vielleicht doch mal öfters benutzen noch. Ja, hinterher fehlen uns noch einmal Holzplanken. Einmal haben wir ja die letzte Folge abgeliefert. Aber das reicht noch nicht. Und dann ist natürlich noch die nördliche Berghütte. Das ist der zweite Teil der Aufgabe. Da steht einmal schon der Derry Longhorn. Der hat schon einmal mittlere Holzplanken drauf. Wir brauchen aber zweimal. Einmal noch Zement. Und natürlich diese normalen Holzplanken hier noch. Da habe ich auch schon ein Fahrzeug an der Werkstatt stehen. Ja, das geht natürlich nicht. Da habe ich natürlich ein Fahrzeug an der Werkstatt stehen. Und das müssen wir dann nur noch kurz verladen. Kurz. Bei meinen Verladekünsten in letzter Zeit. Naja, ich glaube, mehr wie der erste Gang ist nicht drin, oder? Vielleicht doch mal einen Lastgang reinmachen. Auch nicht besser. Ah ja, das sind übrigens auch Reifen aus dem neuen DLC. Dem Jack of All Treats DLC. Ja, die gefallen mir ganz gut. Die haben auch ein kleines bisschen andere Werte. Ich müsste jetzt lügen. Ich weiß sie nicht mehr. Aber ich glaube, das ist so ein Mittelding. Die sind ein bisschen besser als die Standard-Schlammreifen, glaube ich. Ein bisschen besser im Schlamm. Und dafür, also Schlamm und Schnee natürlich, Tiefschnee. Und dafür ein kleines bisschen schlechter Offroad. Wenn mich nicht alles täuscht. Aber da handelt es sich, also bei den Internettabellen steht dann immer 2 Punkte oder 3 Punkte dran. Je nachdem, welche Werte die haben. Das sind dann 0,2 Punkte oder so. Der Unterschied. Also jetzt nichts Weltbewegendes. Aber die gefallen mir ganz gut. Die neuen Felgen sind dann... Also das sind auch die Felgen dazu. Auch aus dem Kauf-DLC. Ja, die gefallen mir vom Profil ganz gut. Die Werte sind okay. Wie gesagt, ein kleines bisschen besser im Schlamm als die Standard. Dafür Offroad ein bisschen schlechter. Vielleicht hätte ich welche nehmen sollen, die ein bisschen andersrum sind. Weil hier ist ja eigentlich mehr Offroad gefragt, glaube ich. Aber na gut. Wie gesagt, das sind ein paar 0,-Punkte. Das ist wirklich nicht der Rede wert. Ich habe mir das Pack hauptsächlich fürs Aussehen gekauft, weil teilweise die Reifen sehen schon teilweise ein bisschen komisch aus. Und vor allem die Scout-Reifen, die Schlammreifen, die haben mir noch nie gefallen. Und da gibt es jetzt auch andere. Die sehen besser aus. Und deshalb habe ich mir das zugelegt.
Wie gesagt, ob ihr das macht oder nicht, das müsst ihr, entscheidet ihr natürlich gerne selber. Müsst ihr auch selber wissen, ob ihr das spielen wollt oder nicht. Wie gesagt, diese neuen Reifen unterscheiden sich um ein paar 0,Punkte. Besser Schlamm, besser Offroad und so weiter. Da kann man noch ein kleines bisschen vielleicht hin und her, inwieweit sich das so wirklich auswirkt, kann ich gar nicht sagen. So, ich fahre hier durch. Oder ob sich das spieltechnisch jetzt so großartig auswirkt, weiß ich nicht. Aber wie gesagt, mir gefallen sie halt einfach besser. Schon allein vom Profil her und so weiter. Wobei mir die Schlammreifen sehr gut gefallen. Die Offroad-Reifen finde ich ein bisschen das Profil so ein bisschen hingeschustert. Wie wenn sie sich mit den Texturen nicht viel sonderlich viel Mühe gegeben hätten. Aber die Schlammreifen finde ich echt gut. Oh, ich bin schon da. Vor lauter Quatschen. Ich habe gar nicht gemerkt, dass ich schon oben bin. Das ging ja sogar richtig flott mit dem Kenworth. Das habe ich jetzt so gar nicht erwartet. Also ich glaube, so für Holztransporte und sonstige Sachen. Vor allem im Tiefschnee und tiefen Schlamm oder so. Mit seinen großen Reifen echt, glaube ich, ein richtig gutes Fahrzeug. Doch so langsam. Man muss sich ein bisschen dran gewöhnen, klar, aber das gefällt mir eigentlich schon ganz gut, was er hier gemacht hat. So, dann geben wir mal das mal ab hier. So, jetzt fehlen natürlich noch einmal die Planken. Und damit wir schnell zur Werkstatt kommen, berge ich den einfach mal. So, hier sind wir. Und wir wollen aber zum wo ist er denn? Zum Voron? Ja, nicht zum Voron, zum Caterpillar. So. Ja, hier sind die Planken. Da ist der Zement, den habe ich schon abgeholt. Da ist der Voron. Und ich probiere mal einen neuen Auflieger. 4 Slot. Weil mehr wie 4 Slot brauchen wir nicht. Und deshalb dachte ich mir so, probier doch mal den 4 Slot. Da ist ja, wie ihr schon geschrieben habt in den Kommentaren, der Schwerpunkt tiefer. Allerdings weiß ich nicht, ob da hinten den Berg hoch, ob das auch besser ist. Sorry. Also ich werde den gleichen Weg fahren wie gerade mit dem Kenworth. Und ich hoffe, das klappt mit dem Voron auch einigermaßen so gut. Aber wie gesagt, erstmal hier kurz beladen. Das ist ja mit dem Kran kein Problem. Kein Problem. Na. So, ich sehe hier irgendwie gar nicht, wo das hier so landet. So, jetzt ist es besser. So, einmal. Ja, die kleinen Planken brauchen wir. Das Problem da oben wird dann wieder sein bei mir mit dem Auflieger rückwärts rausfahren. Aber nun gut. Ich denke, auch das werde ich mal hinkriegen irgendwie. So, hoch mit dem Zeug. Einmal nach. Da ist, glaube ich, der kürzere Weg. Dieses von hier rüben. Hier drüben. Mein Gott, heute ist wieder der Wurm drin. So, wie gesagt, ich hoffe, dass mit dem Auflieger klappt, wie ich mir das vorgestellt habe. Und wir sitzen nicht überall auf, weil er kommt mir halt einfach niedriger vor wie der andere. Ob das jetzt wirklich so ist, weil der andere hat da diese komischen Rahmen unten dran, wo man überall hängen bleibt. An jedem Stein und an jeder Kante. Also dachte ich, kann ich auch mal den probieren. Ich glaube, das Einzige, was mich ein bisschen an dem stört, ist, dass er zwar nur 4 Slots hat, aber ich glaube, eigentlich genauso lang ist wie der 5 Slot. Eigentlich wäre es schön, der wäre ein bisschen kürzer. So, na, wirst du? Ne, bisschen her. So, das sollte doch passen. Dann tun wir den Kran wieder herstellen. Motor aus und wir wollen in den anderen Truck einsteigen. Na dann. Fracht verladen. So, alles drauf. Das passt. Wie gesagt, der sieht echt halt sehr niedrig aus mit diesen Schienen unten dran. Also ich hoffe, die Schienen bleiben nicht wie beim anderen überall hängen. Sonst haben wir ein Problem den Berg hoch. Aber nur gut.
Wir werden es sehen und herausfinden. So, zur nördlichen Skihütte ist es dann eigentlich obenrum gar nicht so weit. Also sollten wir das eigentlich hinkriegen, ohne Probleme. So, und ich glaube, ich habe mich mit den Reifen vertan. Ich glaube, der hat hier diese Reifen drauf, wo ein bisschen mehr Grip im... Nee, der hat hier... Ich weiß es jetzt echt nicht mehr. Ich glaube, der hat die Reifen drauf, die mehr Grip Offroad haben und ein bisschen weniger dafür Schlamm. Aber dafür sind sie auch wieder noch ein kleines bisschen mehr Grip auf der Straße, glaube ich. Also statt schlecht haben sie dann durchschnittlich auf der Straße, wenn mich nicht alles täuscht. Also wenn ich es jetzt nicht komplett durcheinander gebracht habe, dann war das so. Na, aber gut, die Straße kommen wir immer irgendwie entlang, hoffe ich. Naja, sicher ist es nicht, weil gestern, wo ich den Zement, habe ich auch hier mit dem Voron geholt, mit der Pritsche allerdings. Und habe den dann dahin geschmissen, habe ich in der letzten Kurve, war ich ein bisschen zu flott unterwegs und habe den Voron tatsächlich auf der Straße umgeschmissen. Aber nun gut. Das war eigentlich nicht geplant, ich wollte ja nur das Zement kurz in die Nähe holen. Damit wir die Lieferung natürlich den Auftrag noch beenden können. Aber so läuft das nun mal hier in SnowRunner. Immer wieder eine Überraschung. So, hier müssen wir links. So, um Allrad und Differential brauche ich mich hier nicht kümmern. Das hat er immer an. Ich würde sagen, mit dem fahre ich aber hier wieder rüber. Weil ich glaube, die Reifengröße, die spielt auch eine wichtige Rolle im Schlamm und im Schnee. So, komm schon. Du schaffst das. Naja, durch die Bäume wird es dann wohl nicht gehen. Naja, wenn man erstmal steht, dann ist natürlich auch blöd. Na, na los, zieh durch. Dieser Auflieger, der kommt mir echt niedrig vor. Auge, der sackt der tief ab hier. Also das beim Kenworth dann schon anders fahren, dann merkt man das eigentlich gar nicht so. Das bei dem kleinen Voron hier natürlich schon nicht so einfach. Hängen wir schon oder geht das noch? Nö, das geht noch. Wir haben aber auch nicht viele Möglichkeiten, uns hier irgendwo hinzuziehen, oder? Nee, hier gibt es gar nichts. Naja, dann muss es halt einfach so weitergehen. Aber der Voron ist ja ein gutes Fahrzeug, also der schafft das schon. Und da soll es keine Probleme geben. Sage ich immer, aber naja. So, erste Bewährungsprobe für den Auflieger, hier über die Steine. Jetzt habe ich mit dem Kenworth natürlich den einen Brocken hier so blöd darunter geschaufelt. Aber nur gut. So. Ja, das habe ich mir gedacht. Jetzt sitze ich hier nämlich auf. Ja. Hier gibt es gar nichts, wo ich mich ziehen kann. Darüber bringt mir nichts. Aber auch mal gar nichts. Na komm schon. Ah, geht doch. Muss noch ein bisschen stur bleiben, dann passt das schon. So, okay, bis jetzt... Ah ja, okay. Hier sieht man es jetzt schön. Der Rahmen, der glitscht so ein bisschen durch die Felsen durch. Das ist gut. Das ist zum Vorteil von diesem Auflieger. Moment, bin ich jetzt hier... Moment, ganz kurz mal. Hier bin ich richtig, dann hier hoch. Den Rest finde ich dann schon, hoffe ich. So, jetzt glitscht er nicht mehr. Na, jetzt stecken wir im Schlamm fest. Ja, aber gut, hier haben sie uns ja wieder Bäumchen hingelegt. Warum gibt es hier nichts? Nein, nein.
Ja, dann machen wir es halt von weiter hinten. Das geht natürlich auch. Wenn der Baum hebt, vorausgesetzt. Aber der Stumpf hier, der hebt doch, aber dann nicht von hier, bitte. Na, geh schon weg. Dann machen wir das doch bitte auch besser von hier. So, ich sag ja, der Stumpf, der hebt. Ich glaube, in diese Richtung wäre besser. Okay. Er ist wieder auf den Rädern. Dann geht es vielleicht auch wieder so voran. Oder auch nicht. Naja, also nach mit dem Kennwurf war das hier echt um einiges einfacher lang zu fahren. Viel einfacher. Ist mal so zu sagen. Kann mich aber auch nirgends vernünftig anbinden. Oh, die Tanne hebt, Gott sei Dank. So, wenn wir da ein bisschen drüber auf die Seite kommen, da ist auch ein bisschen fester Untergrund. Also wenn wir dieses Loch hier überwunden haben, dann sollte auch, glaube ich, oh, da rollen schon die Stämme in der Gegend rum. Dann sollten auch schon die meisten Schwierigkeiten. Wow, das wollte ich eigentlich nicht. Ich wollte keinen Kran aktivieren. So, ich brauche nur die Winde. Guck mal, reicht das da auch? Nein. Ach so, ist schon befestigt. Ja, dann kann ich ja nicht mehr. So. Ist jetzt nicht schief gelaufen im Spiel, aber dafür bin ich hier heute ein bisschen wirr schon wieder. Klicke hier wieder irgendwas in der Gegend rum, gar keinen Wert hat. Na gut, ob der Voron jetzt, wenn man diesen Auflieger montieren könnte, das geht, Voron sage ich, beim Kennwerf den Auflieger montieren könnte, weiß ich nicht, wie der vorangekommen wäre. Aber nur mit dem mittleren Holz, also das ging echt gut. Da bin ich jetzt doch positiv überrascht. Aber dass der Voron hier ein bisschen mehr Probleme haben wird, war ja irgendwie klar. Na, ich will doch nur hier aus dem Schlamm raus. So, ich rode mal den Wald hier. Okay, den nicht, der ist stabil. Der ist doch ein bisschen stabiler. Ich hätte besser hier, glaube ich, wenn ich alles täuscht, habe ich das mit den Reifen richtig erzählt. Ich hätte, glaube ich, hier beim Voron ein bisschen mehr auf Schlamm gehen sollen. Wenn ich es falsch erzählt habe, mich hier komplett vertan habe, dann ist auch egal. Weil der Voron hat ja hier schon seine Probleme. Aber gut, wie gesagt, wir haben ja auch den Sattel dran. Der steckt ja auch gerne mal ein bisschen im Schlamm fest. Muss erstmal über irgendwelche Felsen und Steine und so gezogen werden. Wie gesagt, da weiß ich nicht, wie der Kennwurf da abgeschnitten hätte. So, rum ums Eck. So, jetzt mal ab durch den Schlamm hier. Oder ja, also gut, der Rahmen unten, der glitscht ziemlich durch. Das gefällt mir gut. Weil wenn man mit dem die ganze Zeit hängen bleiben würde, dann wäre das der Auflieger echt meiner Meinung nach eher schwer zu gebrauchen. Klar, ich meine, wenn er da so tief im Schlamm steckt wie jetzt, dann ist klar. Aber da hat dann jeder Auflieger Probleme. Und ich habe die Probleme mit den Baumstämmen mal wieder. Die kann man nicht nehmen, okay. Das ist eher suboptimal. Ah, okay. Jetzt komme ich da hin. Haben also nur ein paar Zentimeter gefehlt. So. Und dann mal raus aus dem Loch hier. Und gucken, dass wir das noch abschließen da oben, weil der Weg hier hoch, der zieht sich schon wieder. So schnell wie eigentlich mit dem Kennwurf oben waren, so langsam geht es jetzt leider mit dem Bohren voran.
Naja, das Bäumchen hier. Gibt es da auch irgendwas weiter vorne? Na, gibt's doch. Jetzt mal wieder ein bisschen Schwung auf die Räder bekommen. Und auf den Voron. Allerdings wäre vielleicht doch ein anderes Fahrzeug besser gewesen. Aber der Voron ist eigentlich ein echt guter Truck. Nur irgendwie... glaube ich, habe ich heute irgendwie nicht das Feeling dafür. Ich weiß nicht, sonst habe ich mit dem eigentlich weniger Probleme. Dem Voron. Oder es liegt jetzt an dem neuen Auflieger, den ich jetzt eigentlich, ich glaube, zum ersten Mal fahre. Und natürlich hier gleich noch den Berg nach oben. Super Strecke. Ich glaube, die schwierigsten Abschnitte hier auf der, einer der schwierigsten Abschnitte mit den Schlammlöchern hier in Skandinavien. Allzu schwer ist die Karte ja nicht. Es ist ziemlich viel Straße zum Fahren. Und eigentlich relativ feste Wege, sagen wir es so. Da ist das hier schon eine der größeren Herausforderungen hier. Und da natürlich dann gleich den neuen Auflieger oder den Test mit dem Auflieger, also Test für mich natürlich. Na, ist halt schon ein bisschen niedrig, ne? Der andere ist halt einfach auch die Räder ein bisschen größer. Ein bisschen höher. Da sollte es... geht's eigentlich mit dem 5-Slot eigentlich doch ganz gut voran immer. Wie gesagt, außer dieser blöde Rahmen bleibt dann irgendeine Wurzel hängen oder am Stein. Aber ich bin eigentlich ganz zufrieden mit dem Auflieger. Auf anderen Strecken wie der hier... naja gut, wenn man irgendwo im Tiefschlamm umeinander muss, dann ist er wahrscheinlich auch nicht gerade so perfekt, aber werde ich noch weiter ausprobieren, also auf alle Fälle. Ja, und die anderen Aufflieger sind ja auch noch ein Teil mit nur mit hohem Sattel. Aber ich dachte, ich probiere einfach den hier mal. So, hier geht es wieder ein bisschen besser. Der Sprit geht ganz schön weg. Ganz schön flott. Können wir hier einen Gang höher schalten? Könnten wir, aber wir kommen nicht voran. Also das finde ich am Voron auch gut. Also man kann hier ziemlich viel im High Gear fahren. Das ist auch so Berg nach oben, also... wenn man mit Schwung losfährt, dann schafft er das meistens auch. Und sobald halt die Räder durchdrehen, dann geht es halt nicht mehr vorwärts, ist ja klar. Aber da geht es im Automatik dann auch nicht. Bis er den ersten Gang geschalten hat und dann wieder. Schön aus dem Stand dann. Bin ich hier richtig? Ja, ich denke schon, ne? Ja, da vorne kommt die eine Kurve. Wo ich auch schon mal Probleme hatte mit dem Caterpillar. Auch mit dem anderen Auflieger, wo ich an dem Rahmen am Felsen hängen geblieben bin. Na? Ja, mein großzügig Kurvenfahren kann man hier natürlich nicht. Ja, das ist nämlich das... er bleibt halt stecken, stellenweise doch ein bisschen hängen. Dann muss man halt einfach die Winde zur Hilfe nehmen, da hilft ja nichts. Zur Hilfe nehmen, da hilft nichts, genau. Dann sollte es auch wieder vorangehen. Oder auch nicht. Ein bisschen zurücksetzen, oder was? Ein bisschen weiter so fahren. Ein bisschen mehr Schwung. Oh, schon klappt's. Mit roher Gewalt geht's voran. Also wo bin ich denn eigentlich? Ah ja, gut. Jetzt doch kommt jetzt die Kurve, wo ich gerade sagte. Wo ich bei meiner ersten Tour hier hoch mit dem Cat hängen geblieben bin.
Und mit dem Voron will ich jetzt eigentlich nicht unbedingt durch den Schlamm fahren. Mit dem Kenny war es ja kein Problem im Kenworth. Du wirst einfach so durchgerauscht. Aber mit dem Voron fahre ich dann doch vielleicht eher hier lang. Na? So. Einfach mit Schwung darüber. Nicht zu viel Schwung. Und nicht hängen bleiben da. Naja, doch hängen geblieben. Naja, gut. Seilwinde, mein Freund und Helfer. Baum finden, der auch zieht. Naja, der zieht aber in die falsche Richtung, mehr oder weniger. Da habe ich wieder nichts, was stehen bleibt, oder? Na ja, genau. Ja, gut, das hat uns gereicht. Sehr gut. Aha. Das hat gereicht. So, da vorne muss ich gleich links, genau. Ja, so, hier ist ja noch der Felsen. Mal auch rechts vorbeifahren können, aber nun gut. Zu spät. Zu spät. Ja, aber das geht. Okay, zumindest die einen Holzplanken sind jetzt fast angekommen. Puh, ganz schön lange Tour wieder. Gut, dass es mit dem Kenny so gut geklappt hat. Ich sag jetzt immer Kenny, ich weiß nicht warum. Muss wohl ein Tombuggy liegen, der schreibt in den Kommentaren immer der Kenny. Und, naja. Der Kenworth ist da wirklich deutlich flotter gewesen. Hätte ich nicht, wie gesagt, hätte ich echt nicht erwartet mit den Baumstämmen. So, irgendwie muss ich hier dann auch wenden. So, aber erstmal ein bisschen was von der Fracht loswerden. So, das Häuschen steht. Sehr schön. Das ist sehr schön. So, okay. Ich mache das Wendemanöver und das nächste Mal, hier steht der Derry noch mit den mittleren Holzplanken, müssen wir nur noch hier hinten lang und darüber. Aber wie gesagt, ich wende schon mal in Ruhe oder na, das machen wir nächstes Mal zusammen, weil es ist jetzt echt schon ein langes Video geworden. Also macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.